Ja, Stefan, personalisierte Medizin ist ja das Thema in der medizinischen Forschung dieser Tage. Wie arbeitet ihr eigentlich im Bereich Visual Computing mit diesem Thema? Ja, wir sind seit einigen Jahren aktiv im Bereich Analyse von Bilddaten von Patienten im Bereich von Kopf und Hals. Das sind oft Tumorpatienten. Da haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren ein Tool entwickelt, gekoppelten Kopf-Hals-Atlas, der hilft automatisch in Bilddaten verschiedene Strukturen zu erkennen und zu finden. Und wir haben uns in der letzten Zeit verstärkt damit beschäftigt, Lymphknoten, aber auch Tumore im Bereich des Halses zu analysieren und daraus Parameter, Zahlenwerte rauszuziehen. Zum Beispiel ein Tumor kann sehr rund sein, kann eine nicht runde Form haben. Es geht darum, wie ist der Helligkeitsverlauf? Ist es ein sehr einheitlicher Helligkeitsverlauf? Gibt es große Helligkeitsunterschiede innerhalb des Tumores? Das alles kann man in Zahlenwerte übersetzen, die jetzt für einen Patient spezifisch sind und diesen Tumor eben beschreiben. Und ich glaube, wenn man das für viele Patienten macht und entsprechend diese Daten rauszieht, man nennt es auch Radiomics, dann hat man die Möglichkeit, den individuellen Patienten besser in Relation zu vielen anderen ähnlichen Patienten und auch zu deren Erscheinungsbildern, wie sieht der Tumor aus für den Patienten, in den Bilddaten zu übersetzen. Und ich glaube, das könnten weitere Daten für euch sein, für den Bereich Visual Analytics, um eine größere Datenbasis zu haben. Ich denke auch, das wäre für den Arzt eine sehr große Hilfe auch, um besser einschätzen zu können, welchen Patienten habe ich, wie schlimm ist dieses Krankheitsbild im Vergleich zu anderen Krankheitsbilden? Wie kann ich mehr Daten über den Patienten, aber auch über andere Patienten in meine Diagnostizierung einbeziehen? Daran arbeiten wir auch gerade im Bereich Visual Analytics. Das heißt, datenbasierte Ansätze. Ich schaue mir also die Daten des individuellen Patienten an und die Daten über Krankheitsverläufe, um daraus Erkenntnisse zu ziehen. Wie kann denn der Arzt davon profitieren? Ja, der große Vorteil dabei ist, ein Arzt kann in seinem professionellen Leben vielleicht 20, 30 Patienten zu einer bestimmten Krankheit sehen. Mit unserem Tool kann er auf einmal 5000 Patienten sehen. 5000? Hast du mal ein Beispiel? Ja, tatsächlich haben wir mit einer Klinik in Hamburg zusammengearbeitet im Bereich der Prostatakarzinome. Und die haben 10.000 Patienten untersucht, aber auch nachverfolgt. Das heißt, hier liegen Daten vor über die Operation, über den PSA-Wert, auch lange nach der Operation. Das Ganze bietet dann die Möglichkeit, den Patienten als Einzelnen zu visualisieren. Das heißt, ich sehe den PSA-Verlauf, ich sehe auch, wie hat er sich nach der Operation entwickelt. Gab es eine lange Phase, wo er wirklich wieder gesund war? Musste vielleicht Strahlentherapie angewandt werden oder gab es tatsächlich leider Metastasen? Dann sehe ich eine Kohorte, eine Gruppe von Patienten, die nach der Operation wirklich gesund war. Da ist nie wieder irgendwas aufgetreten. Oder ich habe eben auch noch eine Gruppe von Patienten, denen es nach der Operation relativ bald wieder schlechter ging und die dann ein sehr viel engeres Untersuchungsintervall brauchen für die Nachverfolgung der Krankheit. Das heißt, für die Zukunft kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das Thema Daten aus radiologischen Bilddaten extrahieren, Radiomics, verstärken. Wir haben ja da sehr generische Ansätze, das heißt für verschiedene Körperbereiche und Krankheiten und auch für verschiedene Bilddatentypen. Ich denke, das können wir gut zusammenbringen. Ich denke auch. Die bildgebenden Verfahren gekoppelt mit den Analyseverfahren, das ist etwas, was uns, glaube ich, auszeichnet im Visual Computing. Und hier kann man vor allem auch verschiedenste Disziplinen der Medizin für eine bestimmte Krankheit sehr gut zusammenbringen. Da sehe ich für uns, das Fraunhofer GD, einiges an Potenzialen in der Zusammenarbeit. Ja, das heißt, bestmöglich von den Daten profitieren zum Wohle des Patienten. Genau so.